Nach dem Kampf gegen Mabel sind wir wieder in die Zuflucht zurück. Ja, wir haben das Gebiet mit der Argus-Promenade abgeschlossen. Und als nächstes stehen dann wohl die Stellarminen, beziehungsweise die schillernden Tiefen auf dem Plan. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn wir werden hier noch ein paar Dialoge führen müssen. Ja, herzlich willkommen zurück. Ihr seid bei Alles furchtbar kommentiert. Wir spielen hier Asterigos, Curse of the Stars und ich bin der Daniel. So viel dazu. Und jetzt müssen wir nochmal mit Bion reden bezüglich dieser Nebenmission, die wir vor Marble eigentlich bekommen haben in der Kanalisation. Ich bin es noch nicht so ganz schlau, ob wir da noch was tun können, müssen oder wie auch immer. Oder das ganze Thema durch ist. Klick mal ganz kurz die Dialogoption theoretisch durch. Also wir werden jetzt nichts machen. Aber wir haben noch ein paar aphasische Erkennungsmarken gefunden. Haben wir das? Ah, Vangelis. Bion, I found this at the entrance to the Temple Pass in the sunken outskirts. Vangelis's dog tag. Huh. They finally reunited among the stars. They were good friends? More than that. They were inseparable. If Odysseus was a man of principle, Vangelis could be described as both boring and stubborn. Their differences were a constant source of arguments. Many times, I thought their friendship was surely over, but the next day, I'd see them in the tavern together. That sounds so sweet. They were true brothers. Yes, it was interesting at first. The others loved to joke about them. But after seeing them for so long, I wish they could have taken a step back sometimes. Perhaps then, they would have bickered less. It couldn't have been easy for you. There were a lot of soldiers more difficult than them. I worried too much. I just felt bad for them. If they hadn't joined Andreas, things would have been much easier for them. I warned them long ago to stay away from him. Even if they admired Serene, there were other options. What was that? Oh, nothing. Just complaining, I suppose. Es gibt ein Orichalkus-Stück, aber wir haben noch eine Erkennungsmarke gefunden. Natürlich die von Lawrence. Lawrence. So, this is how his life ended. He was a mysterious, quiet man. He'd often stare up at the sky and say something out of nowhere. Was he a good man? I think so. It's just that maybe his definition of good was slightly different from others. I'm not surprised he joined the cultists. But he was also Marble's valued deputy. Would he have been so easily swayed by the cultists? A man like Marble would never attempt to understand Lawrence's true feelings. He was unsophisticated and kept questioning everything. I'm not surprised he ended up making some unethical decisions. Lawrence was living in his own world. I'd never have someone like that by my side. Das gab auch nochmal. Okay, jetzt haben wir da keine mehr. Ja, jetzt können wir höchstens mal über die schillernden Tiefen versuchen, was rauszufinden. Was sind denn die schillernden Tiefen für ein Ort? Ihr geht in die schillernden Tiefen. Die Wege dort sind nicht so sicher wie in der Mine. Und das Gelände ist rau und gefährlich. Wir wissen nur sehr wenig über die Tiefen. Die Aphis-Legion hat dort in der Vergangenheit schwere Verluste erlitten. Die Priester behaupten, die Tiefe seien die Schatzkammer der Götter. Man betritt sie nur, wenn es absolut nötig ist. Und das zu Recht. Ihr meint, das Gelände in den Tiefen sei gefährlich? Früher haben die Apheser nur ein kleines Gebiet als Mine genutzt und sind dabei schon auf furchteinflößende Monster gestoßen. Außerdem ist die Luft dort unten viel dünner. Die Tiefen sind unermesslich und überall gibt es Spalten und unterirdische Bäche. Es gibt auch einen unterirdischen See. Was sich dort unten sonst noch verbirgt, ist bis heute ein Rätsel. Ist dieser See tief? Wenn ich schwimmen muss, habe ich ein Problem. Ja, das wissen wir, Hilda. Ich weiß es nicht. Aber spielt nicht die Heldin. Die Tiefen sind kein Ort, an dem man zu lange verweilen sollte. Es gab dort bereits mehrere Erdbeben und viele Bergarbeiter wurden bei Felseinstürzen lebendig begraben. Man sagt, dass diese verschütteten Bergleute ein Teil der Mine wurde und dass die gesamte Tiefe im Grunde eine Art Lebewesen sind. Hat die Legion in den Tiefen schwere Verluste erlitten? Man könnte sagen, es war ein Massaker. Es war eine Tragödie nicht nur für die Legion, sondern für ganz Aphis. In den Tiefen lauert ein uraltes Monster, das für Probleme sorgt, seit der Fluch Aphis heimgesucht hat. Ist das die Stimme aus der Mine?
Richtig. Ohne das heroische Opfer vieler tapferer Krieger wäre wohl ganz Aethys zugrunde gerichtet worden. Viele meiner Brüder machten sich dorthin auf und kehrten nie mehr zurück. Warum habt ihr nicht versucht, den Ursprung der Stimme zu finden und die Sache ein für alle Mal zu beenden? Ha, ich weiß nicht, ob ich euch als naiv oder einfach nur töricht bezeichnen soll. Sternstaub war der einzige Grund, warum es die Mine gab, aber das Problem waren stets die hohen Kosten. Allein das Aufstellen von Verteidigungsvorrichtungen am Eingang der Tiefen hat bereits mehr als 1000 Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet. Wie viele müssten sterben, um die Tiefen zu erobern? Lord Marble ist für alle Einwohner der Stadt verantwortlich, er hat also einige blinde Flecken. Deshalb erwähnte die Herrin mehrmals, dass statt der gewöhnlichen Armee die Elitetruppen in die Mine gesandt werden sollten. Okay, gut, wir reden dann nochmal mit Minerva und dann könnten wir, denke ich, auch aufbrechen. Falls wir denn da noch was haben. Jetzt wissen wir, wie sich der Fluch aufheben lässt und haben die Chance, es zu versuchen. Wenn mein Vater davon erfährt, kann die Nordwind-Legion ihre Mission beenden. Das ist einfacher gesagt als getan. Ich befürchte, er könne nicht zustimmen. Ich weiß, wie stur er sein kann. Dem kann ich nicht wirklich widersprechen. Ha, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hey! In Ordnung, ich necke euch nicht weiter. Doch ihr kennt euren Vater am besten. Habt Hoffnung, aber verlasst euch nicht darauf. Ich weiß. Wie ist die Situation in Aethys? Weitgehend gleich, es steht unter dem Einfluss von Astericus, doch dank euch gibt es nun Veränderungen. Bei den Winden, ich hoffe, sie sind positiver Natur. Das könnte man so sagen. Im Moment müssen die Anhänger sich keine Sorgen um andere Mächte machen. Ihr könnt Quintus fragen, wenn ihr genaueres wissen wollt. Das gibt uns die Möglichkeit, uns auf andere Gebiete zu konzentrieren. Die Anhänger haben außerdem einige Verbindungen wiederhergestellt. Das Wissen, dass der Fluch aufgehoben werden kann, muss viele Aethysern Zuversicht geschenkt haben. Ja, aber nun müssen wir besonders vorsichtig sein. Jeder Schritt ist jetzt entscheidend. Verstanden. Ich habe während meiner Zeit in Aethys mehr Sternit gesehen als in den letzten 10 Jahren in Anbari. Es ist in jeder Hinsicht so viel besser als gewöhnliches Marguerite. Natürlich, allein die Reinheit ist nicht zu vergleichen, selbst wenn man die Unterschiede beim Schnitt und beim Zaubern außer Acht lässt. Hier war eine Lorbeerwerkstatt. Früher wurden dort alle möglichen Arten von Sternit verarbeitet. Wisst ihr auch, wie das geht? Gewiss, ich hatte die Verantwortung. Ich habe selbst einige Schmuckstücke aus Sternit hergestellt. Wie sind sie geworden? Ha, sie funktionieren immer noch einwandfrei. Herrin, was ist das Ziel der Anhänger? Die Aufhebung von Astericus? So haben wir angefangen und das ist immer noch unsere Priorität. Aber im Laufe der Jahre haben wir auch viele andere Dinge getan. Zum Beispiel Gleichgesinnten Zuflucht gewährt, Bücher gesammelt und aufbewahrt, Dokumente geschrieben. Warum tut ihr all diese Dinge? Es ist doch bestimmt schon schwierig genug, nicht entdeckt zu werden. Nicht alle Wege können leicht sein. Wir haben schon viele schwierige Zeiten durchgemacht. Selbst wenn wir scheitern, sollten wir zumindest unsere Nachfolgern etwas hinterlassen. Dieser Gedanke trieb die Physik heute Anhänger dazu, diese kulturellen Anstrengungen zu unternehmen. Jetzt, da das Ende des Fluchs in Sicht ist, sind unsere Dokumente wichtiger denn je. Die Anhänger sind nicht nur der Schlüssel zur Aufhebung des Fluchs, sondern auch die Grundlage von Aethys Genesung. Wow, ihr denkt sehr weit voraus. Ja, natürlich, das ist meine Pflicht als Aristoi. Gut, dann denke ich mal, die restlichen Dialoge klicken wir jetzt nicht noch alle durch. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich jetzt einfach mal direkt in die Stellaminen. Beziehungsweise ich schaue mal, ob ich bei ihr noch schnell was machen kann. What great news! Now you've given both the cultists and the army a hard slap in the face. I hope the cultists can stop hurting each other now. Thanks, sweetie. That's the best news I've heard so far. But the best news will be when Mistress Minerva successfully stops Eumenides and removes Astericus. Don't you think? Hey, sweetie, what's up? Mit oh, wir haben noch einen Entwurf. Hey, look, I found a new blueprint. Awesome, cutie. It's very detailed. Now I can make more trinkets for you. Was ist denn jetzt neu dazugekommen? Kulthalsketten und Kultarmband. Also für Feuerresistenzen, okay. Was fehlt denn noch zum Waffenverbessern? Für den Speer fehlen Sternit-Erzbrocken. Für den Stab Abschrecklösung, also Sternit-Erzbrocken.
Geht da vielleicht noch was? Am ehesten, wenn wir ein Astralkonzentrat noch bekommen. Also Sternenerzbrocken und Astralkonzentrat. Dann schauen wir mal. Halt diesmal links rum. Ich glaube, der war kürzer. Genau, da ist er schon. Oh, I knew you could do it. I've always believed you are the savior of Aethys. You've never said that. Have I not? Oh, but I was certainly thinking it. Speaking of which, now we have the perfect business opportunity. Shall I sneak into the Aristoi quarter? Der Nidelsbrocken hat er nur einen. Also, Astralkonzentrat auch einen. Okay, den könnten wir kaufen. Und den Brocken, da haben wir gar nicht mehr genug Punkte dafür. Abschrecklösung, da könnten wir noch eine kaufen. Oh Gott. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Punkte noch reichen, um das Upgrade zu machen. Für, was war das? Für den Stab, glaube ich, ne? Oh weh, da bräuchte ich dann eure Chalkus-Stücke noch, die ich dann natürlich auch hiermit zumindest teilweise wegmache. Ach, Moment, die Dolche könnte ich... Ja, dann mach doch erstmal die Dolche. Oh, nicht genug Sternstaub. Ja, okay, hat sich damit auch erledigt. dann ab in die Tiefen. Da müssen wir in die Minen und zum Sternenpass. Da war, glaube ich, nämlich dann direkt der Weg weiter. She's not here. Did he go exploring deeper into the mine? Ja, stimmt. Er und Weißbrau waren ja eigentlich beim letzten Mal hier. So. Hüpfen. Hüpfen. So, das sind hier. Ich glaube, die explodieren noch irgendwie danach. Gut, jetzt kommen wir aber, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. Moment mal. Ist da vorne jetzt irgendwie ein Loch oder was drin? War das nicht durchgehend? Oh, da ist ein Echo. Da ist tatsächlich was, ne? Ja, da ist ein Loch drin. Eine Diskussion. Harold, are you sure you can do it on your own? Yes. I've seen what your Legion can do. Indeed, you are powerful enough to take care of the threat on your own. There's only one thing that I must warn you about. I cannot enter the Glittering Deeps. So, there are places even you can't reach. Think of this body as a shadow with limited length. As a shadow, I can't be too far from the Nexus, nor can I appear in places filled with magical turbulence. Make sure you remember everything I've taught you. Your survival in the mine may depend on it. Understood. The mission is to find the Titan and get the spark. If things go south, just get back here as soon as you can. You seem reluctant to be out of contact. Why? I detest uncertainty and the loss of control. I hope you understand. And I hope you understand that the Northwind Legion are not your soldiers. Of course. I admire your loyalty, Dunbari. It's why you've tolerated me. Set off now. Aethys can't wait any longer. Bevor wir das durchgehen, ich schaue nochmal den anderen Weg. Was war denn hier noch gleich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da hinten war. Ah ja. Die zwei Kameraden waren auf jeden Fall noch hier. War hier nur der Ausgang zu... Ach nee, da war glaube ich die Nebenquest, oder? Da waren die Eltern von Marisa, diese eine Geschichtssache da. Müsste jetzt hier rechts hinten gewesen sein.
Korrekt. Und hier war dann noch ein Aufzug. Ja, auch korrekt. Gut, dann bin ich jetzt wieder im Bilde, was hier in der Mine los war. Und dann können wir tatsächlich jetzt in die schillernden Tiefen hinabsteigen. Ich habe mir schon gedacht, hier diese ganze Kristallwand, die ist sehr auffällig. Hätte mich gewundert, wenn hier nichts passiert, als ich das erste Mal gesehen hatte. Wow. This view. The starite ore in Aphis really is magnificent. Ui, ich sehe da so ein paar Passagen, glaube ich. Das gefällt mir gar nicht. This looks like the amulet that Shay wears. But the string snapped, and the starite looks like it's been gnawed on by a wild animal. Judging by the damage, it probably doesn't work anymore. Ja. Da sind wir wieder und da sind auch schon wieder unsere Kollegen. Aber wenn ich so anschlage, dann explodiert es, oder? Wie war das? Ja. Ups, sollten wir vielleicht nicht machen. Zukünftig. Ich mach hier mal clear. Die halten echt einiges aus hier. Allerdings, wir haben ja noch unsere Adamantit war aus WoW, glaube ich. Lange, lange ist es her. Da führt ein Weg durch einen Fluss. Sehr auffällig. Das kitzelt an meiner Neugier. Oh. Holla, die Waldfee. Da geht er einfach da so. Ups. Schon wieder. Okay, ich muss hier wirklich aufpassen, dass ich da zeitnah weggehe, wenn die kaputt gehen. Die sind sehr harmlos, wenn sie leben, aber sobald sie sterben, eben nicht mehr so sehr. Hier geht's nach oben. Weiß mir noch nicht, ob ich hier versehentlich einen Weg gehe, den ich vielleicht noch gar nicht gehen möchte. Das eben war doch wieder sowas, was ich mit einer Verzauberung weghacken kann, oder? Eben mit der... mit der Elektroverzauberung. Geht das? Das geht. Okay, er hat ein bisschen Schaden bekommen und er hängt ein bisschen in der Luft gerade. Noch irgendwo Loot drin, da Licht. So viele Windsprecher, was ist das denn da hinten?
Oh, das entziehen wir, glaube ich, diese Astralmagie-Dingens hier. Die Leiste unten rechts. Forschungsunterlagen von Tanrius. Ja, das sind die Eltern oder der Papa von der Marisa. Auf unserer Reise in die schillernden Tiefe sind wir dieses Mal auf etliche Gefahren gestoßen. Hauptsächlich aufgrund von Bergarbeitern und Außenseiterdieben, die von der Stimme kontrolliert wurden. Je tiefer wir in die Mine vordrangen, desto aggressiver wurden sie. Zum Glück kam uns Baccalaureus Neon entgegen, nachdem wir nicht zum vereinbarten Zeitpunkt da waren. Er half uns dabei, die kontrollierten Kreaturen zu umgehen und sicher bis zu den schillernden Tiefen vorzudringen. Inzwischen ist klar, dass die Verteidigungsvorrichtungen, die einzelne Stellaminen platziert wurden, zerstört sind und die Bergarbeiter und Außenseiterdiebe deshalb unter dem Einfluss der Stimme leiden. Wir haben noch nie zuvor solche aggressiven Fälle beobachtet. Etwas muss in den schillernden Tiefen passiert sein. Tschüssi! Kann ich ihn herziehen? Oh, hoppla. Das war nicht das, was ich wollte. Wenn ich hier runterhüpfe, komme ich da irgendwie wieder hoch? Oder... Ich schaue vielleicht erstmal in die andere Richtung. Ist da noch irgendwo was, wo ich weiter könnte? Ich glaube gar nicht mal, ne? Sieht hier alles so nach Ende im Gelände aus. Weil hier geht noch ein Gang entlang. Ach, Moment, nein. Das ist der Gang, wo ich herkam. Ja, diese... Totems, ich nenne sie jetzt mal Totems, die entziehen mir hier meine Astralenergie. Das ist gar nicht mal so gut. Also ich muss hier wirklich herkömmlich kämpfen. Bin ich froh, dass ich mich auf die Dinger nicht so wirklich spezialisiert habe. Oh, ich krieg sie aber auch wieder, wenn ich die Totems kaputt mache. Das ist doch ein bisschen hoch, oder? Um da runter zu springen. Das ist nicht ein bisschen hoch? Dass da irgendwo was gibt, wo ich... Bin da jetzt nicht unbedingt versuchen, da runter zu hopsen. Ach, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen? Also sprich hier unten durch. Okay. Gab's hier noch einen anderen Weg? Kam hier runter und hier links geht's auch nochmal rein. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht schon wieder im Kreis. Sieht gut aus, würde ich sagen. Hallo Arena? Das ist gar nicht mehr so unauffällig. Oh, Moment, Moment, Moment. Dich finde ich gar nicht nett. Nein. Ich war gerade am Heilen. Ich war gerade am Heilen. Da kommt dieses blöde Vieh von hinten und ballert mich weg, ey. Ah. Hätte ich da noch ein Hitpoint mehr gehabt, ne? Hätte ich jetzt das Ganze jetzt wahrscheinlich überlebt.
Also, nochmal das Ganze. Moment, halt. Ich laufe gerade, glaube ich, falsch rum. Genau. Oh, huiuiui. Gut, ich denke, allzu weit war ich ja nicht weg. Aber es... stehen die halt wieder alle. Jetzt natürlich nicht alle wegmachen muss. Na, wie ist die Luft da oben? Dieser Dude, der triggert immer wieder diese Stimme, man. So sind wir wieder da, wo wir sein wollten. Also gut, hier gibt es nochmal so ein... Vieh, was ich gar nicht nett finde. Also. Langsam vorarbeiten. No, es mag nicht raus aus dem Boden. Da kam es jetzt. Wenn ich mich da jetzt mal ganz schnell... Also es wäre gut, wenn ich diesen Kleinen da wegbekomme. So, jetzt kann ich mich nämlich auf das hier da konzentrieren. Ist das auch gar nicht mal so das große Problem. Was ist denn das hier? Ein Steinfragment. Kopie der ersten alten Stele. Da geht's dann weiter. Können wir hochklettern? Oh, Moment mal. Wo kommt der denn jetzt her? Das ist so ein Hinterhälter. Wollte ich vielleicht hier nochmal. Reines Gestein. Genau, das ist wohl wieder dann ein Rückweg, das heißt, da klettern wir dann hier hoch. Und das, liebe Leute, ist der Ausblick fürs nächste Mal. Da geht's dann weiter. Wird man sicherlich ein bisschen was zum Lesen bekommen. Und ja, da sehen wir uns dann wieder und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!